Moin Moin Seekreuz Freunde, willkommen zurück auf dem Seekreuz Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships. Und heute wollen wir euch die Exeter vorstellen, der neue T5 Premium Kreuzer, der jetzt ins Spiel gebracht wurde. Stand heute, der 3.3.2019, ist sie im Premium Store verfügbar für 29 Euro und etwas in einem Paket und man kann sich dieses Schiff auch kostenlos in-game mit einer Auftragsreihe erspielen. Wenn man aktuell dieses Schiff im Premium Store kauft, gibt es eine Mission, die nennt sich Ritter von Devonport, glaube ich, oder irgendwie sowas in der Art. Ritter von Devon, so rum war das. Und damit kann man ja diese Luftversorgungscontainer etwas früher oder ein paar davon zurückbekommen. Auch ein Premium Luftversorgungscontainer ist da dabei. Dies nur der Vollständigkeit halber. So, kommen wir ganz gut, ganz kurz zur Geschichte des Kreuzers. Ist ein schwerer Kreuzer der York-Klasse, welche am 21.07.1931 in Dienst gestellt wurde und dann allerlei verschiedene Aufgaben erfüllte. Etwa mal im Bereich des Mittelmeers eingesetzt, dann im Bereich des Südatlantiks und so weiter, switchte da so ein bisschen hin und her, war dann maßgeblich daran beteiligt an der Versenkung der Graf Spee oder an der Selbstversenkung der Graf Spee. Die gehörte nämlich zu dem Geschwader, was dann die Graf Spee in den Hafen drängte und ja, im Rahmen dessen wurde die Exeter aber sehr, sehr schwer beschädigt, musste dann zurück nach England, wurde da repariert und modernisiert. Und nach der Modernisierung 1941 übernahm sie dann Aufgaben zur Überwachung der Dänemarkstraße zwischen Großbritannien und Island. Im späteren Verlauf führte sie dann auch einen Geleitschutz durch, der dann sie von Großbritannien in Richtung Indisches Meer bzw. Indischen Ozean und Pazifischen Ozean brachte. Das war ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Bismarck um Island herum in den Nordatlantik vorstieß. Ein Teil der Eskorte, der die Exeter quasi mitbegleiten sollte, wurde dann abgezogen, das waren Zerstörer und die sollten die Bismarck, die auf, im Begriff war, auf Brest zu laufen, dann da nochmal stören, nämlich mit Torpedos und so weiter. Ja, die Exeter blieb aber beim Verband, fuhr dann halt in Richtung Indischen Ozean und Pazifik und übernahm dann da später weitere Aufgaben. Eine davon war dann auch ihre letzte, denn die Schlacht in der Javasee, wo sie gleich am Anfang in einem Verband mit mehreren internationalen maritimen Streitkräften unterwegs war und da aber gleich einen schweren Treffer am Anfang des Gefechts erlitt, musste abdrehen, konnte nicht mehr mithalten mit den Alliierten und fuhr zurück in den Hafen, wurde da notdürftig repariert, war dann aber gezwungen, halt wieder auszulaufen und traf dann halt auf die, unter anderem die Miyoko, da waren mehrere Kreuzer dran beteiligt, die sie dann ja, zugrunde richtete. Sie wurde versenkt und zwar am 1.3.1942. Wie ist dieses Schiff jetzt hier von Wargaming in den ins Spiel integriert worden? Wir wollen es vergleichen und zwar mit der Furutaka, auch ein, wenn man so möchte, schwerer Kreuzer der japanischen Marine, 203 mm Geschütze trägt die Furutaka nämlich auch, wenn sie auf den aktuellsten Stand erforscht wurde, also den letzten Stand. Wir nehmen immer die Furutaka-Werte der maximalen Ausbaustufe des Forschungsschiffs, um das hier mit der Exeter zu vergleichen. Kommen wir schon zur Überlebensfähigkeit. Die Überlebensfähigkeit der Exeter ist mit 29.400 Punkten angegeben, bei einer Torpedo-Schadensvariante von 4%. Das ist Nachteil gegenüber der Furutaka, denn die Furutaka hat 30.700 Trefferpunkte, aber ebenfalls 4% Torpedoschadensvariante. Schauen wir uns kurz die Panzerung an. Da gibt es nicht so super viel zu erzählen. Sie ist extrem dünn. Wir haben 13 mm vorne, 13 mm hinten und an der Seite hier 19 und 76 mm. Da sind wir nämlich direkt schon in der Zitadelle. Das ist die Panzerung ist nicht irgendwie überlappend, Zwiebelprinzip oder ähnliches. Es ist wirklich nur die 76 mm. Danach ist die Granate in der Zitadelle drin. Die Geschütze sind hier ringsherum mit 25 mm gepanzert. Wichtig bei den 13 mm ist zu erwähnen, Overmatch-Mechanik spielt ja immer wieder eine große Rolle. Overmatch, was war da gleich noch? Das ist diese Mechanik, die dafür ja, die abfragt, ob das Kaliber, was auf diese Panzerung prallt, 14,3 mal größer ist als
die Dicke der Panzerung. Wenn dem nämlich so ist, ignoriert es den Aufprallwinkel. Das heißt, ihr könnt auch aus ganz spitzen Winkel hier durch die 13 mm durch und dann eben hier drinne Disco spielen oder wie auch immer und irgendwo da dann was treffen, wie auch immer die Granate dann gelenkt wird. Das ist hier der Fall, nämlich ab 186 mm tritt hier die Overmatch-Mechanik auf, also alles, was 186 oder größer ist, ignoriert mehr oder weniger diese erste Panzerung. Das sollte man auf jeden Fall noch erwähnt haben. Gut. Ich nehme hier mal die Außenhaut ein bisschen weg, damit wir noch sehen können, wie die Zitadelle hier aussieht. Hier vorne haben wir dann auch nochmal 76 mm und hier hinten haben wir 72 mm und im unteren Bereich der Zitadelle quer ab sind es nochmal 25. Prinzipiell ist die Exeter ein Ticken schlechter gepanzert, aber nur einen ganz kleinen Tick als die Furutaka, denn die Furutaka hat den Vorteil, dass sie hier noch einen Torpedoshot davor hat, so eine Torpedobulst. Und die bringt nochmal 13 mm mehr. In der Realität macht das wahrscheinlich recht wenig Unterschied. Und wichtig ist, ihr habt mit der Exeter natürlich Gegner auf der gleichen Tierstufe, auf T4, aber auch auf T7, also bis hoch zu T7. Und da treffen euch dann so Kreuzer wie Pensacola oder eben halt die Furutaka. Alles, was 203 mm hat, ist eine Riesengefahr, weil die aus quasi jeder Richtung euch so nahezu overmatchen können, sozusagen vorn und hinten auf alle Fälle schon mal. Auch die Aufbauten, da geht die Granate einfach so rein. Das ist halt einfach so. Muss man mit leben, dass die Panzerung eben nicht die allerstärkste ist. Man muss hier auf Distanz kämpfen. Man muss versuchen auszuweichen, vorzuahnen, mit zugehen, also dass man entdeckt ist und dann wieder nicht entdeckt ist, arbeiten. Das mit dieser Grenze eben ist dazu verfahren. Das ist eben ganz wichtig. Dann geht es weiter. Und zwar geht es weiter mit der Artillerie, wo es eine ganze Menge zu erzählen gibt. Ich habe mir hier ein bisschen was aufgeschrieben dazu, damit ich auch alles für euch hier erfasse. Also die gesamte Kampfreichweite der Exeter beträgt 14,3 Kilometer bei einer Nachladezeit von 15 Sekunden und die Dauer der 180-Grad-Kehre sind 22,5 Sekunden. Im Vergleich zu Furutaka ist das sogar besser, weil die Furutaka nämlich 13,9 Kilometer nur weit schießen kann, also 400 Meter weniger. Dann haben wir 15 Sekunden Nachladezeit bei der Furutaka, das ist identisch, aber 30 Sekunden ist da die Turmdrehzeit. Das heißt, sie ist auch ein bisschen langsamer von der Turmdrehzeit her. Die Streuung beträgt bei der Exeter 131 Meter, bei der Furutaka 129 Meter und der Sigma-Wert 2,0. 34 mm müssen beide AP-Granaten penetrieren, also von beiden Schiffen penetrieren, bis dann der Timer losgeht, nämlich 0,033 Sekunden Zündverzögerung, bis dann die AP-Granate eben explodiert. Der Alpha-Damage der AP-Granate bei der Exeter beträgt 4550 Punkte bei 855 Meter die Sekunde Mündungsgeschwindigkeit. Die AP-Granate der Furutaka ist stärker, nämlich 150 Punkte stärker, dafür ist die Mündungsgeschwindigkeit mit 840 Meter die Sekunde angegeben. Die Abprallwinkel sind absolut identisch. Die hat nämlich 0 bis 30 Grad, ist ein sicherer Abpraller. Von 30 bis 45 Grad gibt es die Chance auf einen Abpraller. Das ist bei beiden Schiffen absolut gleich. Ebenfalls ist, wie ich eben schon sagte, der Sigma-Wert bei 2,0 auch bei beiden Schiffen gleich. Die AE-Granate wiederum bei der Exeter unterscheidet sich relativ stark von der von der Furutaka. 2850 Trefferpunkte, so viel Zeit muss sein, ist der Alpha-Damage der Exeter bei 15% Brandwahrscheinlichkeit. Bei der Furutaka haben wir 3300 Trefferpunkte mit 17% Brandwahrscheinlichkeit. Beide haben ein Sechstel Penetration, das heißt, ihr penetriert 33 mm mit der E-Granate und habt auch da gleiche Mündungsgeschwindigkeiten wie jeweils das AP-Pendant des Schiffes. 855 Meter bei der Exeter und 840 Meter bei der Furutaka. Wenn ihr jetzt AP-Granate verschießt, mit welchen Panzerungsdurchschlagskräften könnt ihr da rechnen? Damit möchte ich euch jetzt wieder ein bisschen was an die Hand geben, was ihr euch vielleicht im Hinterkopf merken könnt, wenn ihr denn die Exeter fahrt oder euch organisieren wollt. 13 Kilometer, dann so weit, so gut. Fliegt die Exeter-Granate, die fliegt sogar noch ein bisschen weiter, aber wir wollen die 13 Kilometer nehmen, weil sich da eben beide Granaten treffen. Also die Furutaka schießt eben 13,9 und die Exeter 14,3, darum 13 ist der erste Wert, wo beide Granaten noch langs fliegen. Da ist die Exeter mit 164 mm angegeben, 180 mm durchschlägt da die Furutaka. Also die AP-Munition der Furutaka ist stärker, da ist einfach mehr Wumms dahinter. Dann
geht es weiter. Bei 10 Kilometer haben wir 203 zu 230 mm pro Furutaka. Und dann haben wir bei 5 Kilometer 289 zu 315 mm alles pro Furutaka. Und damit ist es eindeutig, dass die AP-Munition bei der Furutaka die etwas stärkere ist, auch wenn sie weniger weit schießt und die Turmdrehzeit eben ein bisschen langsamer ist. So, dann gibt es hier noch die Sekundärbewaffnung, die ich nur der Vollständigkeit halber hier erwähnen möchte. 4 Kilometer Reichweite, Ladezeit 3 Sekunden, 6% ist die Brandwahrscheinlichkeit. Vielleicht mal gegen die D ganz gut. In der Regel kommt er nicht so nah an den Gegner ran. Oder man hat irgendwie mal so ein Drive-By oder irgendwie sowas, wo man sich an ein Schlachtschiff rangeschlichen hat oder sowas in der Art. Dann wirkt das vielleicht mit, aber sonst tritt es eben nicht in Erscheinung. Kommen wir direkt zu den Torpedos, wo es auch dann wieder Unterschiede festzustellen gibt. Die Exeter hat zwei Werfer, einen links, einen rechts, mit jeweils drei Torpedos bewaffnet. 15.867 Punkte Alpha-Damage gibt die Exeter ab, mit jedem einzelnen Torpedo. Und wir haben eine Geschwindigkeit von 61 Knoten, Reichweite 8 Kilometer und der Torpedo ist 1,3 Kilometer sichtbar. Erste Besonderheit hier bei der Exeter, ihr habt Einzelschuss, das heißt, ihr könnt alle drei Torpedos ganz einzeln individuell abwerfen oder ihr macht eben einen großen Fächer draus. Bei der Furutaka sieht das alles natürlicherweise anders aus. Da gibt es auch zwei Werfer, also an jeder Seite einen, aber diesmal mit vier Torpedos. Jeder Torpedo hat einen Alpha-Wert von 16.267. 59 Knoten ist der Torpedo schnell, also zwei Knoten langsamer. Dafür schwimmt er aber 2 Kilometer weiter, nämlich 10 Kilometer. Und die Torpedos sind weiter sichtbar. 1,5 Kilometer ist da der Wert. Heißt aber auf jeden Fall, dass die Furutaka-Torpedos aus meiner Sicht die besseren sind, weil ich habe lieber Torpedos, die weiter schwimmen und ein bisschen mehr Schaden machen können, als halt Torpedos, die nicht so weit schwimmen und ja, zwar ein bisschen schneller sind, aber machen halt auch einen Ticken weniger Schaden, auch wenn der Wert an sich nicht schlecht ist. Also die Torpedos hauen ganz schön rein, auf der Tierstufe allemal. Ja? Dann geht's weiter und wir gehen zur Flugabwehr. Die Flugabwehr ist hier deutlich die stärkere gegenüber der Furutaka. Ihr habt hier drei Bereiche, Kurz-, Mittel- und Langstrecke und eben hier der eine geht bis 900 Meter, der nächste geht von 900 bis 2,5 Kilometer und dann haben wir 2,5 bis 5,8. Die Furutaka kann in dem Bereich nur mit zwei Bereichen aufwarten und zwar im Maximalwert dann bis, wo habe ich es mir notiert, 5,2 Kilometer. Also von 100 Meter bis 1,9 ist Kurzstrecke, wo keine Explosionen erzeugt werden. Und dann von 1,9 bis 5,2 ist halt gleich die Langstreckenflugabwehr, wo Explosionen erzeugt werden. Das ist aber nur eine. Also der Schaden bei der Furutaka, den kann man sich auch fast klemmen und kann die Flak da abbauen und dafür lieber noch Geschütze raufbauen oder sowas in der Art. Da ist die Exeter deutlich besser bewaffnet. Die Verstärkung des Sektors beträgt 25% und dauert 10 Sekunden, ist quasi der Standardwert und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann haben wir eine Höchstgeschwindigkeit, beziehungsweise kommen wir zur Manövrierfähigkeit, ist vielleicht besser ausgedrückt. Wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit von 32 Knoten, 650 Meter Ruder-Wendekreis und Ruderstellzeit von 8,4 Sekunden. Das ist ein bisschen gemischt. Aber die Furutaka ist in Summe eigentlich besser, weil die Furutaka nämlich 34,5 Knoten schnell ist, dafür aber nur einen Wendekreisradius von 750 Meter hat. Das heißt, 100 Meter ist der Radius größer, aber dafür wieder eine Ruderstellzeit von 5,7 Sekunden, was schon fast ein DD gleicht. Und ja, für mich ist da die Furutaka auch ein Ticken stärker. Was man vielleicht zur Höchstgeschwindigkeit bzw. zu dem Schiff an sich noch sagen kann, er ist natürlich ein britischer Kreuzer und der britische Kreuzer hat eine besondere Eigenschaft. Er beschleunigt schneller als andere und das ist auch bei diesem Kreuzer wieder so. Er hat einen sehr, sehr schnellen Antritt oder eine sehr, sehr gute Verzögerung. Also in der Beziehung könnt ihr euch quasi den Antritt der leichten Kreuzer übernehmen, geistig. Weil die nämlich genau den gleichen Antritt haben. Also so ein Rumpf wie die Leander oder die Purse, die fühlt sich eigentlich identisch an wie der Rumpf der Exeter. Sieht nicht nur optisch so aus, sondern ist halt auch in der Praxis vom Anfahren eben so. Dann geht's weiter mit der Verborgenheit. Die Verborgenheit hier beträgt 11 Kilometer zu Wasser, 5,7 zur Luft und 6,1, wenn er aus dem Nebel schießt. Und die Furutaka hat 12,2, 5,6 und 6,9, genau in der gleichen Reihenfolge. Ne? Also da ist die Furutaka ein Ticken schlechter, außer bei der Abkennbarkeit zur Luft, da ist sie 100 Meter besser. So, nachdem wir uns da die Werte dann angeschaut haben, geht es dann schon wieder weiter und wir gucken uns dann hier
in Richtung Module einmal um, beziehungsweise in Richtung Verbrauchsmaterial und kommt zur ersten großen Stärke des Schiffes. Das ist nämlich hier die Reparaturmannschaft, die hier eingebaut ist, die ihr hier verfügbar habt. Ihr habt zwei Module, Reparaturmannschaft 1 und 2. 147 Trefferpunkte werden pro Sekunde wiederhergestellt. Ich habe es mir notiert, ohne India-Delta-Flagge sind das 4116 Punkte, die da insgesamt wiederhergestellt werden können, in einem Zeitraum von 28 Sekunden. Die Ladezeit beträgt 2 Minuten respektive 1,5 Minuten jetzt großzügig ausgesprochen. Und wir haben 2 respektive 3 Aufladungen. Ihr fahrt Premium-Schiff, also solltet ihr auch der Premium-Verbrauchsmaterial für Credits hier mit einbauen. Die holt ihr immer wieder rein, indem ihr einfach länger im Gefecht überlebt. Und das versetzt in die Lager, versetzt euch quasi dieses Premium-Verbrauchsmaterial. Dann gibt es natürlich das Schadensbegrenzungsteam 1 und 2. Auch hier unbegrenzte Aufladungen. Also Standard-Schadensbegrenzungsteam, wir haben eine Wirkungsdauer von 5 Sekunden, Ladezeit 90 respektive 60 Sekunden. In Slot 3 ist die Hydroakustik drin, verfügbar. Ortung Torpedos 3, Ortung von Schiffen 4, Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials standardmäßig 100 Sekunden, Ladezeit beträgt dann hier 180 mit 2 Aufladungen oder 120 Sekunden bei 3 Aufladungen, wenn ihr hier ein paar Silberlinge dazugebt. Und Slot 4 ist der Jäger, der euch in der Luft ein bisschen unterstützen kann. Er kann eben 2 Flugzeuge abschießen, also nicht irritieren lassen. Er startet für 60 Sekunden, ist dann in der Luft und umfliegt euch im 3 Kilometer Aktionsradius. Aber wenn dann da Flugzeuge kommen, wird er 2 Flugzeuge abschießen und danach wieder landen, weil die Jäger nicht mehr Flugzeuge abschießen können, als sie selber im Geschwader haben. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten müsst. Den Rest muss eure Flak machen. Und ja, hier auch Ladezeit 135 Sekunden, also 2 Minuten und 15 Sekunden. Und hier haben wir 1,5 Minute, 90 Sekunden in dem Fall. Und hier sind dann auch halt 3 Aufladungen dabei statt 2. So viel zum Verbrauchsmaterial. Jetzt kommen wir zu den Verbesserungen, die hier eingebaut werden sollten. Ihr habt eine Hauptbatterie und ihr habt Torpedowerfer. Also gibt es hier gar keine andere Wahl als die Hauptbewaffnungsmodifikation 1. Denn der Rest ist einfach wenig sinnvoll. Die Sache hier unten könnt ihr mit einer Signalflagge machen und die Hilfsbewaffnung spielt hier kaum eine große Rolle, da ihr nicht in der Regel eher First Target für Flugzeugträger seid und auch keine besonders große Sekundärreichweite habt oder die besonders intensiv einsetzen sollt bei der Art Charakteristik des Schiffes. Platz 2 ist dann Schadensbegrenzung, Systemmodifikation, Steuergetriebe oder Antriebsmodifikation. Prinzipiell spielen hier alle 3 Module eine gute Rolle, weil ihr hinten halt ja auch nur mit 13 mm gepanzert seid. Es kann also dazu kommen, dass ihr mal ein Antriebsproblem bzw. ein Steuergetriebeproblem habt. Ich persönlich hatte glücklicherweise nicht sehr häufig, weil ich mich halt auch immer auf große Distanz aufgehalten habe und versucht habe, den Arsch aus dem Feuer zu drehen. Ich habe hier mit dem Schadensbegrenzungs Systemmodifikation 1 relativ gute Erfahrung gemacht. Ihr könnt das natürlich, wie gesagt, jederzeit tauschen. Es soll euch jetzt erstmal nur eine Grundlage bieten, diese Vorstellung hier. Und ja, prinzipiell kann man das auf jeden Fall ganz gut machen. Und wir kommen jetzt zu Slot 3. Und der bietet euch 2 Optionen, die hier als einzige effizient sind, nämlich entweder die Flakbewaffnung oder die Zielsystemmodifikation. Die Streuung ohne Zielsystemmodifikation hatte ich erwähnt, 131 Meter horizontal auf 14,3 Kilometer geschossen. Wenn ihr die Zielsystemmodifikation einbaut, was ich hier tun werde, verringert ihr diesen Wert und zwar auf 122 Meter. Das ist aber nicht sonderlich effektiv eigentlich. Ja, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht sonderlich effektiv. Also könnt ihr auch ohne große Bauchschmerzen hier die Flakbewaffnung einbauen und damit die Anzahl der Explosionen im Mittel- und Langstreckensektor um jeweils 2 erhöhen, was euch noch deutlich effizienter macht. Ja, also das ist vielleicht sogar die effizientere Variante, hier die Flakbewaffnung einzubauen. Ja, auch da liegt es an euch, was ihr lieber habt. Spielt ihr häufig gegen Träger, solltet ihr das einbauen. Spielen gerade nicht so viele Träger, so könnte man das ja auch ausdrücken. Dann baut man eben die andere Variante ein, wie ihr das eben gerade gerne möchtet. Und dann kommen wir zum äußeren Bereich. Der äußere Bereich bietet euch eine Tarnung, die ihr mit dem Schiff mitbekommt, nämlich Typ 9. Und das ist die Exeter-Tarnung, die dann wieder die Standardwerte hat für diese Tierstufe. Erkennbarkeit zu Wasser minus 3, Streuung der Granaten plus 4 und Schiffswartungskosten minus 10%, EP Gefecht plus 50%. Also das ist richtig cool. Die Streuung der Granaten sind natürlich die vom Gegner gemeint, nicht eure eigenen. Also es ist kein negativer Wert, sondern ein positiver für euch. Darum ist ja auch grün hinterlegt. Negative Werte sind ja rot hinterlegt im Spiel. Und dann gibt es hier für mich schon die alternativen Tarnfarbenschemata.
und ich nehme immer irgendwie die Alternative, keine Ahnung. Mag ich irgendwie. Dann geht's weiter. Signalflaggen, die hier auf dem Dampfer wichtig sind. Ich fange in der zweiten Reihe diesmal an. Ihr habt eine Menge Verbrauchsmaterial. November Foxtrot halte ich für eine ziemlich wichtige Signalflagge auf diesem Schiff. Ebenfalls solltet ihr natürlich zusehen, möglichst hohe Höchstgeschwindigkeit zu haben. Ihr seid ein Schiff, was auch mal schnell wegfahren muss, irgendwie sich die in eine andere Stellung bringen muss, ja, weil ihr einfach aus der Distanz operieren solltet. Deswegen braucht ihr eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Sierra Mike hilft euch da. Ganz wichtig ist dann India Delta. Also super, super, duper wichtig, könnte man sagen. Diese Flagge sollte auf jedem Mal, wenn ihr Exeter-Fahrt mit dabei sein. Sie hebt nämlich eure Reparaturmannschaftsfähigkeit auf ein Gesamtpotenzial auf 4.928 Trefferpunkte pro Reparaturzyklus. Also das ist natürlich nur theoretisch. Wenn ihr denn hauptsächlich gebrannt habt oder Flutung hattet, dann habt ihr ja eine Menge an Trefferpunkten, die wiederhergestellt werden können. Und so sind es eben 4.928 Punkte, die wiederhergestellt werden können. Dann ist für mich noch wichtig in der Yankee, die Flagge würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Die Flagge Juliet Yankee Biso 2 ist meiner Meinung nach nur eine Option. Erstens wurde vor kurzem der Wassereinbruchsmechanik ein bisschen genervt, also für euch verbessert eigentlich, gebufft, weil wenn man einen Wassereinbruch hat, dann tickt er eigentlich nicht mehr so lang. Aber was ihr hier halt habt, ihr operiert auf relativ große Entfernung und ihr habt eine Hydroakustik, die euch helfen kann, die Torpedos frühzeitig aufzuklären. Das heißt, also die ersten vier Flaggen sind super wichtig. Die hier ist schon mit einer kleinen Sternchen versehen. Ganz wichtig ist dann auch die Juliet Charlie Flagge meiner Meinung nach. Gerade weil ihr so dünn gepanzert seid. Wir hatten ja hier am Anfang nur 13 mm und die Türme dahinter sind nochmal mit 19 mm gepanzert. Das ist also nicht gerade besonders viel. Und ihr könnt hier schnell mal einen Treffer des Magazins erwarten. Im oberen Bereich würde ich euch noch empfehlen, Victor Lima einzusetzen. Und dann hier India X-Ray, um einfach die Brandwahrscheinlichkeit von 15% auf 17% hochzubekommen, weil ihr regelmäßig auch HE schießen werdet. Und wenn man dann möchte und viele Sachen unterwegs sind, dann gibt es hier eigentlich noch November Echo Set 7. Habe ich hier unten irgendwas falsch eingebaut? Wassereinbruchswahrscheinlichkeit habe ich wahrscheinlich, wie gesagt, wirklich nur als Option. Und das könnte man dann eben tauschen mit der November Echo Set 7 Flagge, wenn man eben sich ein bisschen mehr gegen die Flagge oder für die Flagge entscheidet. Das ist eigentlich das, was man hier so einbauen sollte oder könnte. Alles andere an ökonomischen Flaggen oder eure Kombination daraus, das ist natürlich wieder komplett euch überlassen. So, gehen wir zurück in den Hafen und schauen uns an, wie wir den Kapitän hier drauf skillen sollten. Und zwar haben wir hier Baird Dunkirk, der hier sich hier aus meiner Sicht hervorragend für dieses Schiff empfiehlt, weil wir hier eben Elite-Schütze und dann auch den Tausendsasser nochmal verbessert haben. Fangen wir oben an. Vorrangiges Ziel ist meiner Meinung nach der erste Skill. Der zweite ist dann gleich Adrenalinrausch. Danach kommt der Inspekteur, weil ihr einfach viele Ladungen braucht. Ihr habt viel Verbrauchsmaterial, das solltet ihr auch nutzen. Und dann eben den Tarnungsmeister, wenn er nicht entdeckt werden könnt, könnt ihr auch nicht beschossen werden. Also 9,6 Kilometer ist die Reichweite, die er dann noch aufgeht mit der Tarnung und dem Tarnungsmeister als Skill. Wenn ihr diese Skills dann eingebaut habt, dann kommen gleich als nächste wichtige Sache Elite-Schütze, um die Turmdrehzeiten noch weiter zu beschleunigen. Und meiner Meinung nach gibt es hier auch mit dem Tausendsasser eine sehr, sehr interessanten und zu empfehlenden Skill. Der nächste, der noch ja, vielleicht zu empfehlen ist, ist der Ladeexperte HE. AP umladen, dann mal nur 7,5 Sekunden statt eben 15, wenn ihr Full HP seid. Und ihr habt dann noch jede Menge Optionen, die jetzt nicht so super wichtig sind, aber ja, euch das Leben trotzdem leichter machen können. Ihr könnt hier oben präventive Maßnahmen skillen und ihr könnt hier oben Beschussalarm skillen, was euch hilft, rechtzeitig Beschuss zu erkennen und vielleicht eine Kursänderung durchzuführen. Dann gibt es hier im unteren Bereich noch die Grundlagen der Überlebensfähigkeit und da hinten den Sprengmeister, um die Brandwahrscheinlichkeit für eure Granaten auf 19% hochzupushen, wenn ihr vorher schon die Signalflaggen mit drin habt, was ein ganz ordentlicher Wert ist. Aber die Effizienz ist so ein bisschen fraglich, sage ich jetzt. Einfach mal die ersten Skillpunkte, gerade mit dem Elite-Schützen zusammen, da ist die Effizienz, also der Nutzen, den ihr daraus zieht, einfach ein bisschen stärker. Ja, sonst, wie gesagt, ist obliegt es euch da, den persönlichen Stil da auch nochmal ein bisschen mit reinzubringen.
Was man unbedingt noch erwähnen sollte, ist, für den Fall, dass ihr halt häufig irgendwie Systemausfälle habt, probiert es mal mit, wie gesagt, präventiven Maßnahmen. Und wollt ihr das nicht skillen, dann eben mit letzter Anstrengung vielleicht, anstatt des 1000-Sassers oder wie ihr auch immer dann möchtet, wie es euch eben so liegt. Letzte Anstrengung hilft ja dann eben auch trotz Treffer weiter manövrieren zu können und weiterfahren zu können. So, und das war's, was man zu dem Schiffchen großteils sagen kann. Kommen wir noch zu den Pro und Kontras und zu meiner persönlichen Meinung zu dem Dampfer. Also, richtig gut bei dem Schiff, finde ich persönlich, ist die Reparaturmannschaft, die ihr auf der Tierstufe, wenn es nicht einmalig ist, aber ist nahezu einmalig, haben nur ganz wenige Schiffe auf der Tierstufe Reparaturmannschaft, jetzt mal von Schlachtschiffen abgesehen. Dann eine sehr gute Beschleunigung, halt typisch britisch, dass ihr aus dem Stehen relativ schnell wieder rauskommt und volle Fahrt aufnehmt oder eben sehr schnell bremsen könnt. Nächste Besonderheit sind eben 203 mm. Ne? 203 mm auf T5 für Kreuzer auch nicht häufig anzutreffen. Wenn ihr ein reines T4 oder T5 Gefecht habt, seid ihr sehr, 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 sehr stark bewaffnet. Und das eben auch gegen andere Kreuzer. Ja, die dann auf der Tierstufe dabei sind. Wenn ihr immer Glück habt und High-Tier seid, habt ihr richtig, richtig Spaß mit dem Dampfer. Der nächste Vorteil ist Einzelschuss-Torpedos. Den möchte ich hier noch mit aufführen, weil ihr halt in der Lage seid, nur ein Aal rauszuschmeißen, weil das Schiff zum Beispiel nur noch einen Treffer braucht und ihr sowieso gerade ganz nah dran seid und ja, mit dem Torpedo den dann versenken könnt, könnt ihr die restlichen zwei aufbewahren. Und der nächste und letzte Punkt bei den Vorteilen ist die verhältnismäßig gute Tarnung. 9,6 Kilometer, da kommt nicht mal die Furutaka ran. Und das ist ja doch ganz angenehm, weil ihr euch immer wieder in die Lage versetzt, sich auch so ein Gefecht auch mal zurückzuziehen und kurz mal innezuhalten, sich zu reparieren, sich neue Ziele zu suchen, umzupositionieren oder wie auch immer. Als Kontra möchte ich hier die extrem dünne Panzerung anbringen und die große Anfälligkeit für halt Großkaliber. Ne? Also alle Schlachtschiffe, die auf euch schießen, haben bei euch gut Kirschen essen und ja, viele oder einige Kreuzer, gerade wenn ihr dann auf T6 und T7 kämpft, werden euch das Leben ganz schön schwer machen können. Dann ist es eben die lange Ladezeit der Geschütze, die eben ja, mit 15 Sekunden angegeben ist halt der Nachteil bei 203 mm und ihr seid halt kein T6-Schiff oder irgendwie sowas, wo die Nachladezeit dann schon wieder kürzer wäre, möglicherweise. Ja, auf T5 habt ihr eine lange Nachladezeit, damit müsst ihr dann leben, das ist einer der Nachteile. Noch ein großer Nachteil, und das finde ich eigentlich ist ganz wichtig und das vergisst man fast, denn die Exeter guckt sehr, sehr weit aus dem Wasser heraus. Und somit bietet sie trotz der dünnen Panzerung eben eine riesengroße Angriffsfläche. Ganz viel mehr auch, als das die Furutaka da tut. Ja, obwohl sie, ja, sie hat mehr Trefferpunkte und sie guckt trotzdem weniger aus dem Wasser. Und die Exeter hat eben weniger Trefferpunkte und guckt ganz doll aus dem Wasser. Hat zwar eine Reparaturmannschaft, aber ihr seid einfach leichter zu beschießen, weil einfach mehr Masse aus dem Wasser guckt, kann man so sagen. Das ist vielleicht noch ein Punkt, den man auf jeden Fall noch mit ins Kalkül ziehen sollte. Und zu guter Letzt kommen wir dann zur Ruderstellzeit. Die Ruderstellzeit, die habe ich hier so ein bisschen für mich in die Mitte geschrieben zwischen Pro und Contra. Die ist nicht verkehrt. Die kommt einem schneller vor als 8,4 Sekunden. Aber gegen die Furutaka sieht sie eben kein Land. Denn die Furutaka ist ja mit den, waren das jetzt 5,7 Sekunden, doch richtig weit vorne mit dabei. Zu guter Letzt möchte ich euch noch meine persönliche Meinung zu Exeter sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Dampfer zu fahren. Er ist aber so ein britischer Stil. Man fühlt sich immer so wie ein Linksfahrer irgendwie. Und man muss diese Variante eben mögen mit der langsamen Nachladezeit. Aber dafür eben eine Reparaturmannschaft mit einer, mit einer guten Beschleunigung. So eine Sache, das ist eben diese Variante. Ich persönlich denke, dass wenn es dieses Schiff einzeln zu kaufen geben würde, also ohne Paket, wäre es sicherlich eine Investition wert. Ihr solltet es jetzt euch einzeln erspielen. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn, weil es doch irgendwie was Besonderes ist. Und vor allen Dingen hängt da ja auch ein bisschen Schweiß und Herzblut mit dran. Wie gesagt, ich sagte eingangs, aktuell, wenn man dieses Schiff doch kauft, dann bekommt man eine zusätzliche Aufgabe nochmal mitgestellt, diesen Ritter von Devon. Darüber bekommt man Luftversorgungscontainer. Und wenn ihr euch die Exeter gekauft habt und dann noch diese Auftragsreihe, die bis zum 29. März 2019 läuft, da euch die Exeter nochmal erspielt, bekommt ihr eben noch 4000 Dublonen gutgeschrieben.
Eins zum Abschluss noch, die Aufgabe Ritter von Devon ist nur bis zum 22.03. im Store verfügbar, beziehungsweise die ist nur verfügbar bis 22.03., wenn ihr euch dieses Schiff im Store kaufen solltet. So, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, das Schiffchen hat was Spezielles und ja, alles andere obliegt dann euch, ob es für euch vielleicht zu speziell ist oder eben nicht. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video euch einen Anhaltspunkt bieten, ob es denn eurer Meinung nach dieses Schiff wert ist, dafür Geld auszugeben oder ob ihr dann lieber erspielen solltet. Erspielen sollten, also wenn ihr es erspielen wollt, das kann ich euch nur empfehlen. Das ist es auf jeden Fall wert, das Herzblut da und die Zeit zu investieren, denn es ist schon auf jeden Fall ein ganz spezielles, besonderes Schiff. Das kann man ohne Frage so hinstellen. Wie gesagt, wenn es euch geholfen hat, das Video, würde ich mich sehr über ein Abo oder einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie konstruktives Feedback. Also wenn euch irgendwas gefehlt hat, irgendwas verbessert werden soll. Aber auch für Lob, stehen euch die Kommentare natürlich zur Verfügung. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier auf dem Seekraus-Kanal. Und das Seekraus-Team sagt Tschüss und der Maracha auch. Ne? Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.